So, herzlich willkommen zurück zu War Thunder, jetzt nach einer etwas längeren Pause. Tut mir leid, dass zwischendrin kein Video gekommen ist. Ich hatte relativ viel Stress, aber jetzt mal wieder War Thunder. Und wir spielen diesmal ohne den Bomber. Und also ohne diesen großen Catalina-Bomber hier, der hier war. Und deswegen gehen wir gleich mal mit diesem Flugzeug in die Schlacht. Denn wie wir es letztes Mal gemerkt haben, obwohl wir mit dem besseren Flugzeug geflogen haben, wurde es nichts. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Und jetzt schauen wir mal, dass es diesmal was wird. Vielleicht müssen wir uns erst einfliegen, das weiß man nicht. Und deswegen schauen wir jetzt mal, dass wir das so hinbekommen. So. Ob ich es noch kann. Aber ich denke, das ist kein Problem. Schnappen wir uns doch gleich den mal hier unten. Was auch immer der macht. Jawohl, erstmal ein Treffer, sehr gut. Jetzt schauen wir mal. Können wir uns an den ranhängen? Kriegen wir den? So, jetzt ist noch jemand hinter uns. Ja. Aber jetzt sind wir hinter ihm. Jetzt hat er ein Problem. Verdammt, uns verfolgt jemand. Weg hier. So, hängen wir uns direkt mal hinter den hier. Und wir werden denken, das Flugzeug oder wie? Verdammt. So, jetzt. So, jetzt probieren wir. Haben wir jetzt. Oh, verdammt. Nein! Och, das ist immer ein bisschen, da zieht manchmal nicht hoch hinterher. Okay, gut, wir haben zwar ihn nicht getroffen, aber wir haben ihn stark beschädigt. Deswegen gehen wir gleich mit dem Flugzeug hier rein und probieren die danach hier jetzt platt zu machen. Wir haben ein paar angekratzt und dann hoffen wir, dass es jetzt hier loslad schneller. Mach hin, los. Jetzt gehen direkt am besten mal so in den bisschen hoch. Aber nicht zu hoch, weil sonst ist der Nebel. Dann sehen wir nichts, das ist nicht gut. Und
Ich würde mal sagen, wir hängen uns direkt mal hier. Einen von denen ran. Das war schon mal fast gut. So, der ist abgelenkt. Abschusshilfe, jawohl. Noch, was ist das denn? Ach, das darf ich nicht mehr so machen. Das ist voll kacke. Okay, gut, da muss ich ein bisschen aufpassen. Weiche. Ach so, ja, das war eine weiche Landung. Okay, das war etwas nicht weich, würde ich sagen. Oh, und wir haben schon gewonnen, oder? Das ging jetzt flott. Dann hänge ich direkt mal eine Runde noch dran. Sonst hätten wir nur 6 Minuten. Ne? Video und das wäre etwas kurz. Ja, überspringen. Was habe ich gewonnen? Ja, das ist jetzt erstmal egal. Forschung, komm, los. Ja, kaufen. Forschen, los geht's. Okay. In die Schlacht. Los. Oh. Okay, dann fangen wir aber diesmal mal mit dem größeren Flugzeug an, damit wir hier auch etwas mehr Action reinbringen können. Jetzt sollten wir nur schnell ein Spiel finden. Eben ging das ganz schnell, da das. Oh ja, jetzt geht's auch gut. Okay, Bodenangriff auf Stalingrad. Jo, wir dürfen die. Wir sind. Zerstören sie feindlichen Bodenziel. Ja, die Panzer kommen auf uns zu. Von den Gegnern, okay. Und die Flugzeuge. So. Und da gehen wir jetzt direkt mal mit dem besten Flugzeug rein, damit wir das spielen können, falls die Runde ja wieder so schnell vorbei ist, wie gerade eben. Hier, in die Schlacht. Damit wir hier auch ein bisschen den ordentlich einheizen können. Und dann eben haben wir ja nicht viel hinbekommen, außer ein bisschen Abschusshilfe und jemanden anzukratzen. Und jetzt haben wir hier das bessere Flugzeug. Also das Beste, was wir bis jetzt haben. Und das kann auch relativ schnell fliegen. Geh noch ein bisschen hoch am besten. So. Und er denkt jetzt wahrscheinlich so, ja, wir verpassen ihn. Aber das ist nicht so. Oder was auch immer der macht. Denn wir hängen uns von hinten an die ran. Fliegen einmal drüber. Wir sind jetzt schon sehr hoch, 2200 Meter. So, und jetzt können wir. Auf den gehen los. Der kriegt gleich mal eine Ladung richtig von oben rein.
Oh, das war nicht so gut. Daneben direkt den hier. Los, ich... Er verfolgt uns. Nicht gut. Hochziehen, hochziehen. Komm, komm, komm. So, der verfolgt uns hier. Wählen uns jetzt mal hinter den zu hängen. Looping fast. Jawohl, jetzt sind wir schon gleich mal abgestürzt, was ist das denn? Halt, hat uns jeder wohl den Flügel da gerissen. Dann gehen wir gleich mal mit den langsamen wieder rein. Komm, 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 schneller, schneller, schneller. Laden. Also irgendwie kommt es mir so vor, wie als wäre das Flugzeug, was wir freigeschaltet haben, irgendwie schlechter. Als die, die wir schon haben. Komischerweise irgendwie. Hm. So. Jetzt hier... direkt auf einen rauf, los. Und den fangen wir ab. Keine Muni mehr, verdammt. Na, drehen wir direkt wieder um. Nur fliegen zurück und schnappen uns den nächsten, der hier auf uns zukommt. Mit... ne, nicht ganz herbeigedreht. Oder? Der fliegt da Kreise. Das geht ja nicht. Nein, nein! Na, oh. Oh, schnell nächstes Flugzeug rein, los. Und diesmal ein bisschen mehr können hier. Muss ich mal anstrengen. Was ist da los? Mach inne. So.
kann halt sein, dass ich nur so schnell drauf gehe. Ah, das sieht aber auch schön aus. Dem Fluss. Aber egal. Die Landschaft ist jetzt nicht wichtig. Das einzig Wichtige ist, dass wir hier mal ein anderes gegnerisches Flugzeug vom Himmel holen. Denn wir haben bis jetzt. Oh, wir haben bis jetzt noch nichts hingekommen. Außer zweimal sterben. Was? Und wir haben wieder nichts hinbekommen. Naja, okay. Diese Runde seit langem wieder gespielt, ohne Bombe. Und es ist nichts geworden, aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.